Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit 5 Fakten über Gogeta. Fangen wir an mit dem ersten Fakt. Wusstet ihr nämlich, dass das Design von Gogeta ursprünglich nicht von Akira Toriyama stammt? Denn das ursprüngliche Design von Gogeta stammt von Tadayoshi Yamamuro, der Hauptcharakterdesigner für den 12. Dragon Ball Z-Film war. Das erste Mal, dass Akira Toriyama Gogeta zeichnete, war für die Dragon Ball Z Movie DVD Box in Japan. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Fakt. Und zwar haben wir Gogeta seit seinem Debüt eine lange Zeit nicht in Baseform gesehen. Das erste Mal, dass wir ihn offiziell in Baseform gesehen haben, war im Game Boy Advance Spiel Boost Fury. Und zwar in der K.O.-Animation. Dort sieht man dann, wie seine Haare vom Super Saiyan in die Normalform gehen. Und das war das einzige Mal, dass man ihn offiziell in Baseform gesehen hat, bis der Film Dragon Ball Super Broly released wurde. Dann kommen wir zum nächsten Fakt. Und zwar existiert ein alter V-Jump-Scan, der sagt, dass Gogeta stärker sei als Vegeto. Und zwar wird in diesem Scan gesagt, dass die metamorianische Fusion eine bessere Vereinigung von Körper und Geist wäre und somit eine stärkere Fusion schaffen würde und Gogeta so ein Match gewinnen würde, was weniger als 30 Minuten geht, halt bevor seine Zeit ausläuft. Falls euch das Thema Gogeta vs. Vegeto interessiert, wir haben dazu ein ganzes anderes Video gemacht. Da gehen wir auch tiefer auf diesen Scan hier ein und schaut da auf jeden Fall mal vorbei, falls es euch interessiert. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Fakt. Und zwar wurde in einer V-Jump-Ausgabe aus dem Jahr 2004 zum Release von Budokai 3 Super Gogetas Kampfkraft mit 2,5 Milliarden angegeben. Aber das ist nicht die einzige Angabe, die wir zu Gogetas Kraft haben. Denn in den Dragon Ball GT Perfect File Büchern, die offiziellen Guidebooks zu Dragon Ball GT, wird Gogetas Kraft als wahrscheinlich zigmal so groß wie die eines einzelnen Super Saiyajin 4 angegeben. Des Weiteren bezeichnen die Perfect Files Super Saiyajin 4 Gogeta als einen Krieger mit unendlicher Kraft. Und letzter Fakt. Wie viele andere Charaktere auch, hat Gogeta in den Spielen, unter anderem halt in Dragon Ball Heroes, sehr viele neue Formen dazu bekommen. Da wären der Super Saiyajin 2, der Super Saiyajin 3, der Golden Osaru, der Super Saiyajin 4 Limit Breaker und der Blue Evolution. Und bei seiner Version des Blue Evolution ist die Aura sogar ein Mix aus der Ultra Instinct und der Blue Evolution Aura. Und außerdem kann er in Heroes als vierfacher Super Saiyajin die Kaioken einsetzen. Was auch interessant ist, weil in Dragon Ball Xenoverse 2 existieren Audio-Files, wo Gogeta halt Kaioken schreit. Also kann man davon ausgehen, dass es geplant war, dass Gogeta auch in Dragon Ball Xenoverse 2 die Kaioken hätte einsetzen können. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst uns ein Dislike da. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Dragon Ball Video.